seid. Hallo und willkommen zu meiner Daily Dschungel Show. Ich bin kein Star. Ich bin zu Haus. Nach dem gestrigen Tief flog gestern im Dschungel wieder richtig, richtig die Kakerlake. Was alles passiert ist, erfährst du heute hier. Und wenn ihr die Dschungel Show jeden Tag gucken wollt, Abo, Glocke, Like. Eine der interessantesten Sachen wurde von Sonja und Daniel vom Prinzip aufgedeckt. Und zwar, anscheinend hat der gute Jotte überhaupt nichts selber erfunden. Anscheinend hat er nur geklaut. Sämtliche Sprüche, die er angeblich erfunden hat, wurden schon von anderen Motivationstrainern erfunden bzw. schon propagiert. Unter anderem von dem deutschen Jürgen Höller, von Hall Elrod und von Emil Cui. Oder wie immer man das aussprechen mag. Und die Sachen wurden nicht gerade eben erst erfunden, sondern die gibt es schon seit Mitte der 90er, Mitte der 2000er und jetzt haltet euch fest, seit Anfang des letzten Jahrtausends. Im Anschluss erzählte Jotta rührselig davon, dass er ja als Kind so schlimm und alles so böse war. Und zugegeben, wenn das wirklich so stimmt, ist das wirklich ein schlimmes Schicksal, aber es wurde schon wirklich wieder sehr, sehr werbewirksam und gezielt von ihm eingesetzt. Aber nach der großen Weinerei gingen dann halt auch wieder die Angriffe gegen Chris los, was natürlich dazu führte, dass man dann doch mal wieder einfing, was da wirklich Chris von ihm hält. Beim Wäschewaschen mit Doreen zog Chris richtig vom Leder. Es fielen Worte wie Stück Scheiße, Spackolacko und der Klassiker dummes Arschloch. Was mich allerdings mittlerweile bei Chris so richtig hart stört, ist, dass er, was Jotta angeht, nur irgendwelche kryptischen Andeutungen macht, aber nicht mal irgendwelche Fakten auf den Tisch legt, die dann halt auch wirklich das, was er wirklich laufend rauslässt, wirklich untermauern. Als nächstes Tommys Auszug. Tommys Auszug war weitestgehend unspektakulär. Er geht recht positiv aus dem Dschungelcamp raus und ich denke auch, dass mit dem, was er so abgeliefert hat und wie er sich verhalten hat, dass er doch schon hoffentlich noch ein bisschen was für die Zukunft vor sich hat. Lustig wurde es dann halt auf dem Weg in die Stadt während des Auszugs, als er so meinte, oh, ist das ein Fluss? Er ließ dann das Auto dann halt bei so einer Ausflugslounge, Hotellounge irgendwie halten, blieb dann halt auch nicht lange allein, denn er schnappte sich die erste Gruppe der anderen da sitzenden Leute und textete die dann wirklich mit Sanddschungel-Abenteuern zu. Die Begeisterung der Leute war grenzenlos. Als nächstes ging es zur Prüfung. Es war eine Essens-Challenge. Gesetzt waren Bastian Jotta, Leila Lohfeier und Sandra... Wie heißt sie hinten? Egal. Es wurden Dschungelköstlichkeiten vom Feinsten, vom Allerfeinsten... kredenzt. Alle zogen ihre Gänge weg wie nichts Gutes. Mensch, am Ende hat man ja auch was im Magen, ne? Dabei stach Leila für mich besonders herrlich mit ihrer... sehr ironischen, bissigen Art und Weise hervor. Das war das erste Mal, dass sie im Dschungel wirklich viel Spaß gemacht hat. Giselle meinte sich in den folgenden Einstellungen dann halt noch über Evelyn lustig machen zu müssen, von wegen sie hätte ja irgendwie was an ihrem Körper machen lassen, was Evelyn dann aber gekonnt dementierte. In der folgenden Einstellung erzählte dann irgendwie Giselle noch von ihrem Mösenparfüm, was Leila dazu wieder nötigte, ob dann halt von ihr auch Eichelkäse angeboten wird. Ich glaube, Giselle hat keine Vorstellung davon, was Eichelkäse ist. Wahrscheinlich hält Giselle es für eine Schweizer Spezialität. Und es gibt in Deutschland auch noch nur einen Experten für Eichelkäse. Excel 95! Grüße gehen raus. Nachdem die Frage von Leila bezüglich des Eichelkäses kam, war die nächste Idee von Leila, jetzt wäre doch wirklich ein guter Zeitpunkt für Essen. Und wie auch Stichwort kam das Essen dann halt auch aus den Wolken geflogen. Der nächste Höhepunkt war die Schatzsuche. Das Schatzsuchteam bestand aus Bastian Notta, Christoph Abin und Evelyn Bodecki. Selbstironisch stellten sie sich dann halt auch ins Dschungeltelefon und der eine oder andere machte dann halt noch einen blöden Spruch, wo man so dachte, mal gucken, was draus wird. Es gab natürlich schon im Vorhinein eine Menge Krach, eine Menge Stress, sodass die Schatzsuche eigentlich sogar schon auf der Kippe stand. Und es war echt heftiges Drohen und Posen sowohl von Chris als auch von Bastian am Start. Chris benutzte dann die Begrifflichkeit Kackvogel, wohin Bastian dann halt mit Fake-Fucker konterte. Am Ende haben sie dann noch einen Arsch zusammengenommen und sind dann halt zur Schatzsuche in diese Höhle halt rein, wo sie im Dunkeln dann halt irgendwelche Buzzer festhalten mussten. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt werten soll. Jotta nutzte dann die Gelegenheit, dass Chris nicht mehr weglaufen konnte, dazu sich bei ihm zu entschuldigen. Es war dann auch nicht so eine laxe Entschuldigung nach dem Motto, ey, tut mir leid, was war... Es war wirklich eine Entschuldigung, die hatte Substanz. Er entschuldigte sich gezielt für das, was er wirklich getan hatte, für das, was er sich halt auf Instagram rausgenommen hatte. Chris nahm die Entschuldigung dann auch erstmal an. Und es ist jetzt die entscheidende Frage. Was steckt hinter dieser Entschuldigung? Ist das einfach nur eine werbewirksame Entschuldigung gewesen? War das halt eine gezielte Aktion, weil Chris in der Sekunde, weil die Prüfung halt, die Schatzsuche halt in dem Moment lief, nicht weglaufen konnte? Die Zeit wird's zeigen. Am Ende war dann halt aber trotzdem wieder Gezicke zwischen den beiden und
Es bleibt spannend. Ach ja, Dschungelprüfung war bestanden, gab Getränke. Dann stand der nächste Rauswurf auf einem Plan. Der nächste Rauswurf entschied sich zwischen Doreen und dem rasierten Äffchen. Und die Zuschauer haben richtig entschieden. Der kahlrasierte Affe ist raus. Giselle flog aus dem Camp raus und ich finde, wieder einmal, die Zuschauer haben richtig entschieden. Was haltet ihr von der Entscheidung? Schreibt es mit in die Kommentare. Schreibt mir auch, was ihr von dieser Geschichte mit der Entschuldigung haltet. Ab rein in die Kommentare und morgen wieder dabei sein. Bye. Ich bin kein Star. Ich bin zu Hause. Bis dahin, stay heavy, euer MK.